Sechste Mule? Ja. Sechste Mule? Ja. Ja. Passt. Seid ihr alle da? Habt ihr irgendwelche Fragen vielleicht? Nein. Nun nicht. Nein. Also mir als Bräutigam wird heute die besondere Ehre zuteil, dass ich ein paar Worte an die eigene Hochzeitsgesellschaft schicken kann. Das kommt ja nicht alle Tage vor. Wir schlottern auch ein bisschen die Knie, muss ich ganz ehrlich sagen. Darum habe ich mir einen Schummler zurechtgekriegt. Alles, was ich euch da jetzt eindruck, ist nicht angestimmt mit meiner Frau Gemahlin. Dass sie weiß auch nicht, was da kommt, aber so schlimm wird es ja nicht mehr. Zuerst einmal ein paar statistische Sachen. Das ist ja nicht uninteressant. Es waren heute namentlich 81 Leute eingeladen. 86 sind gekommen, danke. Wir freuen uns riesig. Also die Resonanz war echt gewaltig, muss ich sagen. Die größten Kotzbrocken dürft man nicht sehen. Also wart echt brav. 51 davon kommen aus Oberösterreich. Zähle ich mich auch dazu, seit 14 Jahren bin ich ja auch vom Neandertaler zum Erdäpfler geworden. 28 kommen aus Niederösterreich. Wenn ich die zwei Wahlwiener, wo sind sie da? Wenn ich die zwei Wahlwiener als Niederösterreicher titulieren darf, was sie auch sind, habe ich vor. 5 kommen aus dem Südburgenland. Die weitestgereisten sind 2, die kommen aus Vorarlberg immerhin. Ne? Dann noch zur Alterspyramide, die zwei jüngsten sind 3, die Julia aus Braunau, die pennt glaube ich gerade. Und der Raimund aus Weidhofen. Der ist daheim. Der ist daheim, genau, der ist ja gar nicht da. Das werde ich ja. 85. Angesagt, war er. Statistik. Die Älteste in dem Verein ist halt die Tante Tiffany aus Linz. Ja. Sie ist, sag ich nicht. Sie ist einfach die Tante Tiffany, aber ich könnte sicher sein, sie ist eigentlich, was Geisteshaltung betrifft, eine von den Jüngeren da. Was uns natürlich, sie hat auch ein Zimmer reserviert und eh klar, das ganze Programm. Genauso ihre kleine Schwester. Nebenbei noch Mutter der Braut. Nebenbei jetzt auch noch meine Mama. Ja. Sie ist zwar schlecht wie vorgestellt, ist trotzdem gelandet. Freut uns riesig, dass du da bist. Alles andere war ein Wahnsinn gewesen. Ne? Ja. Danke, dass du da bist. Ja, natürlich gibt es auch Menschen, die jetzt physisch nicht anwesend sind. Mein Papa natürlich, meine Mama, dein Papa, glaube ich, der Onkel Erich, der Onkel Franz, Onkel Jois, der Manfred, Tante Peppi und so weiter, sind leider nicht mehr dabei. Irgendwo spüre ich es aber, dass sie wohl dabei sind. Aber ich möchte einfach da aus auch mal einen kleinen Gedanken schicken. Ja, an der Stelle, also an alle, die jetzt physisch nicht da sind, aber auch an euch alle, möchte ich jetzt einmal mich kurz entschuldigen, dass wir nämlich erst jetzt heiraten. Schuld bin natürlich ich dran, also besonders was Frauen betrifft, habe ich immer eher so ein bisschen eine längere Leitung gehabt, ganz ehrlich gesagt, das war auch in dem Fall so. Hauptschuld hat trotzdem ein anderer, das ist nämlich da, der Toni. Ja? Wenn du mich nämlich ein bisschen früher mitgenommen hättest in die Therme Geinberg, dann hätte ich möglicherweise die Andrea früher kennengelernt. Wenn es so gewesen war, war es aber auch wieder schade, weil dann hätten wir nämlich nicht heute feiern, sondern hätten es vielleicht schon hinter uns. So finde ich, passt sie jetzt gerade ganz gut. Ne? Die ganze Kennenlerngeschichte war überhaupt eine ziemlich lustige, war übrigens am 30. Dezember 2000. Was da alles genau war, möchte ich jetzt nicht näher erläutern. Wieso nicht? Also für alle, die es wirklich interessiert, schwebt mir da so eine Art Workshop vor am Freitag vor. Draußen ein paar. Ich will mal fragen, ob es einen Flipchart gibt oder so. Also jeden, den es interessiert, den kann ich das dann noch ein bisschen näher erläutern. Voller Spannung erwartet, auf vielfachen Wunsch und doch aus eigenem Willen steht auf unserer Einladung drauf. Das steht da nicht drauf, damit halt was draufsteht, sondern es war wirklich so, das muss man echt sagen. Wir sind ja echt immer wieder gefragt worden, wieso seid ihr eigentlich verheiratet oder wann werdet ihr einmal heiraten und so weiter. Fakt ist natürlich, wir haben uns wahnsinnig gern. Oder ist das schon so?
spannend. Wir zwei sind zwar beileibe nicht gleich gestrickt, also sicher nicht, aber immer wenn es darauf angekommen ist, haben wir sicher einen Strick gezogen, und zwar ohne Zögern. Also von dem her passt das super, muss ich echt sagen. Wir haben auch allerhand schon miteinander geschaffen mittlerweile. Und ich habe den Gedanken sowieso schon lange mir umeinander getragen, weil es irgendwo eine logische Konsequenz ist. Das, also aus dem, was ich jetzt vorher schon gesagt habe, außerdem kommt dazu, wie hat dann der Hofer gestochen? Es passt irgendwann nicht mehr. Man sagt, das ist jetzt meine Freundin, das ist meine Partnerin, das ist meine Lebensgefährtin. Irgendwann passt es nicht mehr. Ich wollte einfach einmal sagen können, das ist meine Frau. Leute, das ist meine Frau. Da. Habe ich da jetzt in den Ring rum, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Schmuck getragen, das ist auch nach wie vor, das ist auch kein Schmuck, für mich ist das wirklich ein Symbol. Darum möchte ich den auch immer tragen, ich möchte ihn nicht runter tun, wenn es auch nur so weh tut beim Handgriff. Also, ja, wenn man der Freizeit die Hand geben, aber ich glaube so, jetzt geht mir auch voll in die Hosen. Ja, an der Stelle sei jetzt auch mal erwähnt, ihr seid natürlich auch alle bei uns daheim. Herzlich willkommen, das ist eh klar. Alle haben. Es gibt einen Webergrill, es gibt einen Schücker, es gibt einen Biertender. Für alle, die es wirklich wissen wollen, gibt es ein Gästezimmer. Ja, aber wirklich nur kommt es nicht alle gleichzeitig. Hört euch vorher an, dann machen wir es eher sequenziell. Also ein paar gingen sich aus, aber alle nicht. Ne? Ein paar organisatorische Dinge noch. Im Anschluss jetzt an die wichtige Rede kommt dann die Hauptspeise. Mhm. Wenn die ungefähr so hinhaut wie die zwei Vorspeisen, dann sind wir halbwegs vorne dabei. Dann gibt es einmal eine halbe Stunde gar nichts. Dann kommen 5 Minuten Werbung. Dann werden wir das Mordstrom ein paar Hochzeitstorten anschneiden, die Andrea und ich. Die ersten paar Stickeln werden wir noch verteilen, dann werden wir die Messer einfach in die Hand drucken. Ja, schneidet euch runter, wie viel wollt, wie oft wollt, alles kein Thema, Kaffee gibt es auch dazu, tat sich halt nicht weh dabei. Ne? Ab ca. 7 Uhr auf die Nacht kommt dann Salon Trio, die bauen eh schon fleißig auf. Eine Wiener Band mit stimmgewaltiger Unterstützung aus Uganda, die Frau Jenny Bell. Also da dürfen alle gespannt sein, was da auf uns zukommt. Also ich bin so alle mal. Am 10 Uhr ungefähr gibt es dann für Nimmersatte nochmal Salzstangerl, Käsestangerl, Schinkenstangerl, alles so in der Richtung. Für Bier, Wein, sonstige obstose Getränke ist natürlich gesorgt den ganzen Abend. Lockt es zu. Zu jung kommen wir nicht mehr dran. Ah ja, bevor ich es vergiss, ab 3 dann draußen Workshop, eh schon wissen. Also für alle. Das war's vorerst von der Front einmal, also alles, was ich weiß, wisst ihr jetzt da. Ich wünsche uns beiden und ich wünsche euch allen ein gelungenes Hochzeitsfest. Möge es in die Geschichte eingehen.